So, und damit herzlich willkommen zurück. Ich bin's wieder, euer Gogi, und heute starten wir das erste Mal rein in eine, ja, erste Folge Ultimate Team. Ja, ich habe mir so ein bisschen was ausgedacht. Es war ja zuletzt das Nordderby, und wie einige von euch vielleicht wissen, ich bin Bremen-Fan, und da, ja, bin ich auf eine, ja, ich weiß noch nicht, ob es jetzt eine einmalige Sache ist oder ob es eine Serie wird. Und zwar habe ich einfach mal das Bremen-Team nachgebaut. Ich kann es hier auch mal ganz kurz zeigen. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht ganz cool für Ultimate Team, wenn man einfach mal so ein paar Teams, ich sag mal schlechtere Teams, von jetzt beispielsweise Bremen, Hamburg, was auch immer, vielleicht auch Freiburg oder so, in Ultimate Team eher schlechtere Teams nachbaut und ja, dann eben mal versucht, mit denen zu spielen. Ich würde sehr sagen, dass wir das Ganze über ein Online-Einzelspiel, Freundschaftsspiel machen. Und ja, ich habe mich für diese Aufstellung für das 4-2-3-1 in der zweiten Variante entschieden. Mit Pavlenka am Tor, Moisander und Veljkovic als Innenverteidigung. Dann links Augustinsson, Gebre Selassie auf rechts. Die Doppel-6 mit ja, Delaney und Eggestein auf der 10. Die Winterkarte oder die Footmiss-Karte, so heißt es ja, von Slatko Junusovic. Dann auf links haben wir Florian Kainz, rechts Milot Rashica oder Rashica, wie man ihn jetzt auch immer ausspricht. Ich bin da noch nicht ganz sicher. Ja, und vorne gehen wir ein bisschen notgedrungen, sage ich mal, ein bisschen notgedrungen mit Finn Bartels. Auch wenn die Statistik, wenn man sich die ganze mal anschaut, ich habe ihn, glaube ich, seit ziemlich Anfang FIFA 18 für 900 Münzen damals geholt. 79 Spiele hat er für meinen Verein gemacht, 92 Tore und 41 Torbeteiligungen, beziehungsweise Torvorlagen. Das macht jetzt, lasst mich kurz rechnen, 133 Torbeteiligungen in 79 Spielen, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Also mit ihm mussten wir so ein bisschen notgedrungen gehen. Eigentlich wollte ich mit Inform Kruse gehen, aber ich habe eben momentan nur knapp 10k, beziehungsweise 11k und eigentlich wollte ich dafür diesen guten Mann verkaufen. Die können wir auch gleich nochmal neu anbieten. Ja, leider hat es bis zum Video, bis ich aufnehmen wollte, nicht geklappt. Bartels hatte ich immer eben noch im Verein. Er ist auch nicht schlecht, aber ich hätte lieber den Kruse in Form ausprobiert. Sagen wir mal so. Ja, viel zu sagen gibt es eigentlich nicht mehr. Sondern ich würde eigentlich fast sagen, dass wir direkt jetzt reinstarten. Was das Gameplay angeht, ja, ich möchte die Hoffnung nicht zu groß machen. Ich bin, was Ultimate Team angeht, nicht der Beste. Wir hauen nochmal eben eine Fitnesskarte raus, dass wir da, falls es irgendwie in die Verlängerung geht, nicht, ja, nicht zu hart wird, zu wenig Kondition, zu wenig Physis, nicht Physis, sondern Fitness gibt. Und eigentlich wollte ich das Ganze heute auch mit einer Facecam aufnehmen. Leider hat das Ganze nicht so funktioniert, wie ich mir das erhofft habe, sondern ich musste dann halt auf mein normales, herkömmliches, konventionelles Aufnahmesetup überspringen. Eigentlich wollte ich es dann mit meinem Streaming-Setup aufnehmen, dass ich da eben dann auch die Facecam habe. Aber jetzt bin ich einfach mal gespannt, wie ja, das Ganze bei euch ankommt. Wie das Ganze jetzt auch für mich verläuft. Ich werde das Spiel natürlich zusammenschneiden. Sprich, es wird wahrscheinlich eine etwas kürzere Episode bzw. Folge. Und der hat ein ganz starkes Team. Donnarumma im Tor und... Okay, Klein. Dann, ja, eigentlich komplett Premier League. Außer eben dieser Donnarumma im Tor. Dann Sterling auf im Mittelfeld, okay. Ich glaube, ein ganz ordentliches Team, wenn man im Vergleich mal unseres anschaut. Aber gut, davon wollen wir uns erstmal nicht irgendwie beeinflussen lassen, beziehungsweise vor Angst erstarren, um es mal so zu sagen. Wir werden jetzt einfach mal so versuchen, frei aufzuspielen. Ich spiele einfach mal so, wie ich spiele. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Und werde euch dann die Highlights dieses Spiels zusammenschneiden und am Ende ja nochmal meine Meinung zu den jeweiligen Spielern abgeben. Und jetzt gibt's gleich die erste Möglichkeit, Junusovic! Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier noch unbedingt den Cut gesetzt habe. Es waren jetzt ja ein paar Sekunden, in denen ich jetzt nichts gesagt habe.
weil ich mich ein bisschen mehr aufs Gameplay konzentriert habe. Und das hat ganz gut funktioniert. Wir gehen mit 1:0 in Führung gegen den Wiesbadener SC oder SV. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen, wie er sich nennt. Aber wir gehen mit 1:0 in Führung. Junuzovic, die Footmiss-Karte, macht das ganze Ding. Und von daher, ja, geht es jetzt erstmal mit der Führung im Rücken weiter. Und jetzt Augustinsson mit der Möglichkeit. Da muss sich sein Keeper Donnarumma ganz, ganz lang machen, beziehungsweise alles raushauen, damit er da noch rankommt. Und wir sind hier weiterhin überlegen, sind am Drücker. Und wenn es so weitergeht, ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann hier das Tor fällt. Und jetzt wieder Rashica und dann ist er drinne. Und wir hören zum zweiten Mal die Torhymne des SV Werder Bremen. Und das hochverdient, der Gegner kommt überhaupt nicht zum Zug. Wir machen es richtig, richtig gut. Bis hierhin. Und Rashica, der vorhin noch die Riesenmöglichkeit aufs 2:0 hatte, macht hier jetzt seine Bude. Der hat richtig gute Laufwege bis hierhin gezeigt. Und daher sieht der bis jetzt echt ganz cool aus, als wenn man den, gerade wenn man nicht so viele Coins hat und Bundesliga-Team mal spielen möchte, dass man den auf jeden Fall mal nehmen könnte. Und jetzt wieder Rashica, aber der Ball kommt wieder nicht durch. Und wir sehen gerade den Ballbesitz eingeblendet. Ich denke, das zeigt euch auch nochmal, was das hier bis hierhin für ein Spiel ist. Junuzovic haut da nochmal einen raus. So, und jetzt ist erstmal Halbzeit. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen und ja, so viele Chancen hatten wir jetzt auch nicht. 5 Schüsse, 3 davon aufs Tor am Ende. Gut, das Ergebnis ist, denke ich, vollkommen verdient. Der Gegner kommt überhaupt nicht zum Zug. Und bis hierhin gefällt mir das Team echt schon, ja, ganz gut, auf jeden Fall. Der Gegner geht direkt nochmal in die Pause. Gut, ich hole euch dann dazu, wenn wieder irgendwas Interessantes passiert. Und jetzt die Möglichkeit, Junuzovic wieder auf und davon, Junuzovic im Nachsetzen. Aber was macht der denn da? Kriegt den Ball nicht aufs Tor. Ja, ein Kopfballungeheuer ist er bekanntlich nicht, aber den hätte er gut und gerne mal machen können. Ja, und das war ein bisschen die beste Chance von unserem Gegner. Und was mache ich denn da? Das war ein Riesenfehler von mir und dann ist es passiert. Unser Gegner, ja, gerade mit der besten bzw. auch ersten wirklichen Chance. Und dann penne ich da so. Ich weiß nicht, was ich da... Da hatte ich gerade irgendwie einen richtigen Braindeck. Ich weiß nicht, ich denke, ich habe es nicht gecuttet in der Situation. Damit dieser Braindeck auch richtig schön zum Vorschein kommt. Aber gut, passiert. Wir sind trotzdem ein bisschen die klar bessere Mannschaft und wollen das natürlich auch weiterhin bleiben. Oh, stark von Kainz. Junuzovic. Was eine sahnige Bewegung von Florian Kainz. Der Gegner geht wieder ins Pausenmenü. Ich weiß nicht, ob er wechseln will oder was er vorhat. Aber das war mal eine richtig sahnige Bewegung von Florian Kainz. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Und vom Gefühl her einer der besten Silberspieler, die ich ja in komplett FIFA bis jetzt gespielt habe. Und Rashica, und der macht das nächste Ding. Der schnürt den Doppelpack. Und wie? Richtig schöner Schuss oben ins lange Eck. Milot Rashica. Ich habe eigentlich erst nicht damit gerechnet unbedingt, dass er reingeht. Aber in FIFA 18 gehen die gerne ja mal rein. Wiesbaden SC 3:1 zurück. Und wir machen das hier echt ganz gut, bis auf eben diesen einen Aussetzer vorhin von mir. Da kann man, denke ich, den Spielern nicht unbedingt die Schuld für geben, sondern einfach war blöd. Und jetzt wieder richtig guter Ball auf Florian Kainz. Und da wollte ich es einfach mal probieren. Ganz egal, ob er jetzt reingeht, aber ich wollte einfach mal den Longshot von dem jungen Mann testen, weil der wibbelt da richtig schön. Auf dem linken Flügel, jetzt kommt unser Gegner nochmal, das war wieder nicht gut von mir und da macht der Gegner das 3:2. Da weiß ich nicht, ob man Pavlenka unbedingt einen Vorwurf machen kann.
für ihn eher ein unglückliches Spiel, was jetzt die Bewertung unbedingt angeht, weil er relativ zu wenig zu tun hat an sich, aber der Gegner eben schon 2 Tore gemacht hat. Das würde ich mir gleich gerne nochmal in der Wiederholung angucken. Jetzt kann er da einfach so durchlaufen. Aber Augustinsson, der macht es richtig stark. Und direkt die nächste Möglichkeit über Florian Kainz. Der spielt den Ball in die Mitte auf Finn Bartels und direkt die Antwort aufs 3:2. Es ist das 4:2 durch Finn Bartels, der hier auch noch seine Bude macht. Kann man drüber streiten, ob man das noch als gesweatet ansieht, aber es ist das 4:2 und es ist hoch verdient auf jeden Fall. Und jetzt die Möglichkeit für unseren Gegner über Sterling. Sterling Pavlenka, jetzt hat er nochmal eine Möglichkeit, sicher auszuzeichnen. Und wieder Junusovic, der Antreiber, und unten Milot Rashica hat wieder das Auge für Junusovic. Und da hätte ich wahrscheinlich besser den Heber auspacken sollen, aber wie gesagt, ich bin nicht der begnadetste FIFA-Spieler, von daher. Andere hätten den vielleicht gemacht. Und jetzt Florian Kainz. Und der geht haarscharf. Aber wirklich haarscharf. Am Tor des Gegners vorbei. Und wir sind jetzt auch schon kurz vor Schluss. Das habe ich gerade erst irgendwie wahrgenommen. Irgendwie, dieses Spiel könnte von mir aus ewig gerade weitergehen. Weil es richtig Bock macht. Aber leider ist es nicht so. Das Spiel ist vorbei. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie sich die Mannschaft geschlagen hat. So, wir werfen als allererstes mal einen Blick auf die Spielerbewertung. Und die sieht, glaube ich, insgesamt ziemlich solide aus. Wir fangen mal beim Torhüter an. Hier die Pavlenka, eine 7,3. Ja, gut. Muss man wahrscheinlich ein bisschen aus der Wertung mit rausnehmen. Da werden wir uns gleich nochmal einmal die Gegentore anschauen, beziehungsweise das eine Gegentor, für das andere konnte er absolut nicht. Und mal schauen, ob wir da noch das ein oder andere Highlight finden, was ich jetzt vielleicht nicht mit reingenommen habe. Dann die Innenverteidigung mit einer 8,6 bei Moisander und Miloš Veljković mit einer 9,0. Habe ich bis hierhin auch nichts auszusetzen. Veljković richtig, richtig stark, ist nicht sonderlich aufgefallen. Aber meistens fallen bei mir in FIFA die Innenverteidiger sowieso eher auf, wenn sie Fehler machen. Und das war bei Veljković kaum der Fall, also beziehungsweise gar nicht der Fall. Bei Moisander, er ist einmal so ein bisschen rausgelaufen, dass ich weiß nicht, ob man es dann am Ende jetzt im Schnitt, nach dem Schnitt auch gesehen hat. Da ist er einmal so ein bisschen rausgelaufen. Und dadurch hat sich eben die Lücke aufgetan. Das war nicht ganz so geil, aber ein solider Innenverteidiger, würde ich auf jeden Fall sagen. Dann kommen wir zu den Außenverteidigern. Gebre Selassie hatte nicht allzu viel zu tun. Wenn er gebraucht wurde, war er da. Solider Spieler. Dann gehen wir mal die linke Seite, behalten wir erstmal außen vor. Wir gehen weiter mit Rashica. Vorne im rechten Mittelfeld 9,3. 2 Tore gemacht. Ich weiß gar nicht, ob er auch eine Torvorlage hat. Nee, hat er nicht. Aber 2 Tore gemacht. Hätte ich nicht erwartet. Rashica, hätte ich eigentlich gedacht, dass das so der Schwachpunkt dieses Teams ist. Ich habe es ja natürlich auch vorher schon gespielt, aber top. Top Sahne. Dann die Doppel-6 mit Eggestein und Delaney. Beide nicht sonderlich aufgefallen. Eggestein hätte ich tatsächlich ein bisschen höheres Rating gegeben. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt hier zusammensetzt unbedingt, aber wie gesagt, hier 26 von 27 Pässen an den Mann gebracht. Gibt's nicht viel zu sagen. Die beiden Sechser blieben weitestgehend unauffällig. Delaney hatte hier und da mal eine Chance. Eggestein unauffällig. Und ich denke, wenn Sechser unauffällig bleibt, dann hat er seinen Job zumindest nicht schlecht gemacht. Er hat keine Fehler gemacht. Auch hier stabile Doppel-6. Weiter geht's nach vorne mit Junusovic. Man muss bedenken, es ist die Footmiss-Karte. Auch wenn die nicht so viel besser ist, glaube ich, als die normale Karte. Mit einer 9,4 hat ein Tor gemacht. Hatte auch, glaube ich, diesen einen Lattentreffer. Also Longshots kann der auch. Hat die Bälle da verteidigt. Hat richtig gutes Tempospiel gehabt. Hat richtig Spaß gemacht, der Typ. Und was ich eigentlich so zu jedem, zum ganzen Team sagen kann. So, bevor wir zu Bartels in die Spitze gehen, gehen wir jetzt mal auf die linke Seite, wo Augustinsson und Kainz sind. Die beiden Silberspieler.
Das waren, glaube ich, sogar auch die beiden teuersten in diesem Team. Und ja, vollkommen gerechtfertigt. Ich hätte beiden gefühlt eine 10,0 gegeben. Augustinsson offensiv richtig gut dabei, immer wieder. Beziehungsweise im Aufbauspiel immer wieder gut mit dabei. Und defensiv, der hat gefühlt keinen vorbeigelassen. Zumindest habe ich keine große Erinnerung, wo er mal einen vorbeigelassen hat. Und so zweikampfstark, guck mal auf die Zweikämpfe, wo haben wir das denn hier? Geführte Zweikämpfe waren nur zwei, aber hat auch zwei gewonnen. Also von daher, der war richtig, richtig stark. Und vorne Florian Kainz, der hat Speed, der ist geil, der macht richtig Laune. Hat eine Torvorlage gemacht, hat leider kein Tor gemacht, war ja immer wieder kurz davor, aber dann ging er immer ein bisschen am Tor vorbei. Sprich, am Abschluss könnte man vielleicht hier und da noch feilen, beziehungsweise an Effizienz. Aber so, richtig geiler Typ. Und vorne Finn Bartels, wie gesagt, ich habe am Anfang des Videos schon die Statistik gezeigt. Ich denke, die spricht für sich. Die 10er-Bewertung spricht ebenfalls für sich, hat am Ende noch ein Tor gemacht. Sah richtig gut aus. Ich hätte trotzdem gerne den Inform-Kruse ausgetestet, weil ich eben den Bartels jetzt schon kannte. Aber den Inform-Kruse, den hätte ich noch ein bisschen lieber ausgetestet. Aber gut, sollte am Ende nicht sein, weil ich die Coins nicht hatte. Aber der Bartels eben schnell, abschlussstark. Für einen Anfang, für ein Anfängerteam, Bundesliga-Anfängerteam. Was will man mehr? So, dann schauen wir jetzt mal auf die Höhepunkte bzw. die Sachen von Pavlenka, wenn sie denn dabei sind. Das müsste dieses Tor gewesen sein, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Von Welbeck. Ich glaube, da kann er tatsächlich gar nicht so viel dran machen. Welbeck läuft frei, unbedrängt aufs Tor zu. Ich denke, einen großen Vorwurf kannst du einem Torhüter da nicht machen. Ja, jetzt ist der Spieler da im Weg. Nee. Also, es gibt vielleicht Torhüter, Neuer, De Gea, die halten die Dinger. Aber es ist ein Ball, den du nicht halten musst. Aber Pavlenka ist schwer zu bewerten, weil er eben kaum was zu tun hatte. Wir sehen es hier, 4 zu 14 Schüsse, 2 von ihm gegen Rhein, einmal dieser blöde Fehler von mir, da ist sowieso kein Spieler dran schuld, das war mein Versagen, mein menschliches Versagen. Und Pavlenka, wie gesagt, muss man ein bisschen aus der Wertung rausnehmen, man muss aber auch dazu sagen, dass wir jetzt gegen den Gegner gespielt haben, der ja vielleicht nicht ganz so gut war. Ich würde mich jetzt schon nicht unbedingt als den besten FIFA-Spieler ansehen, beziehungsweise eher nicht unbedingt als guten FIFA-Spieler, als vielleicht durchschnittlichen FIFA-Spieler. Das beschreibt es vielleicht am besten. Von daher, der Gegner war jetzt nicht ganz so gut. Ich hätte eigentlich mit was Besserem gerechnet, also auch was das Team angeht. Aber ich bin froh, dass es so gekommen ist, dass wir so letztlich alle Freiheiten hatten, das Team wirklich auszuprobieren, ohne den Gegner jetzt irgendwie runtermachen zu wollen. Und das soll es damit gewesen sein. Ich hoffe, es war jetzt am Ende nicht zu langwierig. Würde mich über ein Feedback freuen. Würde mich natürlich auch freuen, wenn es euch gefallen hat, dass ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr wollt, dass das Ganze zu einer Serie wird, dann schreibt das auch gerne in die Kommentare. Und ob ich es vielleicht dann beim nächsten Mal mit Facecam machen soll, wenn es ein nächstes Mal gibt. Und ja, lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Ciao!